3G mit Uli Gerhardt. Liebe Zuschauer von München TV, ich freue mich, Sie wieder begrüßen zu dürfen bei 3G. Und ich kann Ihnen heute, ja, eigentlich biete ich Ihnen immer was Besonderes. Ich bin bei der Firma Lotspeich, schon öfter Mazda. Mazda Lotspeich, das ist so eins. Und wir haben ja schon eine ganze Reihe von Autos vorgestellt im Fasanengarten. Und meinen Gesprächspartner kenne ich mittlerweile auch schon gut, Bernd Lotspeich. Hallo, hier, Geschäftsführender Gesellschafter. Herr Lotspeich, ich freue mich. Hallo. Mazda ist ja unheimlich aktiv im Moment. Ständig kommen neue Autos, ne? Ja, genau. Also wir haben jetzt in 2015 schon, das ist jetzt schon das vierte neue Modell, was wir halt haben dieses Jahr. Also viele neue Autos für dieses Jahr, das ist der CX-3, genau. CX-3, ja gut, viele neue Autos macht natürlich Freude, weil sie dann auch viele Kunden in den Laden locken, die sagen, der gefällt mir. CX-3 ist was für ein Auto? Richtig, also das ist jetzt diese neue kleine SUV-Klasse, diese Mini-SUVs, wo halt eben gerade für die Stadt halt sehr kompakt, gut zum Einparken sind, aber trotzdem halt sportlich höheres Sitzen und kompakt. Ja. Ja, von den Ausmessungen her, das ist ja auch wichtig, wenn man sich viel damit in der Stadt bewegen will. Aber auf der anderen Seite auch groß genug, dass man auch durchaus mal eine längere Strecke fahren kann. So ist es, auf jeden Fall. Gibt es den mit Allrad oder ohne? Ja, also wir haben Front- und Allradantrieb, den gibt es als Benziner und auch als Diesel. Und da gibt es beide Varianten. Beide Varianten und bei den Benzinern, wo fängt es an, wo hört es auf? Also wir haben zwei Benziner. Wir haben den mit 120 PS, gibt es mit Frontantrieb und wir haben den Benziner mit 150 PS, auch mit Allradantrieb. Ja. Und das hier ist der 150 PS mit Allrad. Mit Allrad, genau. Wie sich das gehört. Jawohl, genau. Und dann gibt es noch einen Diesel. Was ist mit dem? Es gibt einen Dieselmotor mit 105 PS, sowohl mit Front- als auch mit Allradantrieb. Okay. Genau. Aber Mazda ist nach wie vor bei Diesel ein bisschen zurückhaltender, komischerweise. Ne? Obwohl ja in Deutschland eigentlich Diesel doch unheimlich im Kommen ist. Ja, das schon. Aber sagen wir mal so, im Stadtbereich, wie jetzt bei uns, ist halt doch noch mehr der Benziner gefragt. Ja. Und da ist haben Sie recht, der Dieselanteil in der Stadt geringer. Ja. Gibt es bei dem Auto auch wieder verschiedene Ausstattungslinien? Gibt es auch. Also vier verschiedene gibt es. Von der Prime-Line bis zur Sports-Line gibt es vier Ausstattungslinien. Wenn Sie jetzt dieses Auto sehen, er ist ungefähr einen Monat bei Ihnen, also Sie haben schon so die ersten Reaktionen. Die Leute, die auf das Auto anspringen, sind das überwiegend schon Mazda-Fahrer, die jetzt umsteigen oder sind es auch Fremdfabrikate? Also wir haben ungefähr 60% Fremdkunden bisher, also viele neue Kunden, die wo auf das Auto anspringen, 40% ungefähr aus unserer eigenen Kundschaft. Ja, er ist auch optisch, kann man so sagen, von dem ersten Blick her ist schon ein Hingucker und man sieht ihn auch relativ häufig in der Werbung im Moment, die sehr gut gemacht ist und ich kann mir vorstellen, das macht Appetit, ne? Ja, auf jeden Fall, also die Werbung läuft und gerade jetzt auch wieder hier in Rot die Farbe, das ist jetzt schon das Mazda bekannte Rot, genau. Das erkennen die Kunden der Wiedererkennungswert. Herr Lotspeich, wenn ich Sie so anschaue, machen Sie eigentlich ganz zufriedenen Eindruck, also die, sagen wir mal, die Attacke mit vielen neuen Modellen macht bei Ihnen auch fröhliches Gesicht, oder? Natürlich, ist immer besser natürlich für uns als Händler, wenn wir hier viele Neuheiten haben, dann sind wir auch in der Presse und in der Werbung gut und das ist schön für uns jetzt im Moment als Mazda-Händler. Ich habe auch das Gefühl, wenn ich das Auto so anschauen würde, das ist ein Auto, wo sowohl Ältere drauf anspringen, weil sie eben auch höher sitzen, als auch Jüngere, die noch nicht so viel Geld ausgeben wollen, aber sagen, ich möchte aber gerne ein schickes Auto haben und möglichst einen, der auch ein bisschen Platz bietet. Passt überhaupt, oder? Genau, das Auto spricht verschiedene Kundengruppen an, eben wie Sie schon sagen, von jüngeren Leuten auch, die wo in der Stadt leben, Single sind, aber auch ältere Kunden mit dem Höhersitzen ist halt auch sehr angenehm für die älteren Kunden und das ist gemischtes auch, Publikum. Ist ja auch ein interessantes neues Marktsegment, also das heißt nur ganz neues nicht mehr, diese Kompakt-SUV oder Mini-SUV. Es fängt an zu regnen. Wir haben alles gesagt, was zu sagen ist. Genau. Ich bin gespannt. Herr Lotspeich, ich bedanke mich. Danke Ihnen. Auch. Mazda gibt Gas. Nicht nur Gerhard gibt Gas, auch Mazda. Schon erstaunlich. Ein schickes Auto nach dem anderen kommt auf den Markt. Und zuletzt war ja der CX-5, ein Kompakt-SUV, der wunderbar eingeschlagen hat bei den Kunden. Also die Händler haben sich sehr gefreut und das hat Appetit gemacht.
Und nachdem in diesem sogenannten SUV-Markt, wobei man sich wahnsinnig schwer tut, das genau einzuteilen, die großen SUVs, die etwas kleineren, die kompakten, und dann gibt es eigentlich sogenannte Mini-SUVs. Dazu zählt jetzt der CX-3. Das ist ein Auto, das eben deutlich kleiner nochmal ist, aber er die großen Vorteile mit sich bringt, nämlich das höhere Sitzen. Das ist etwas, was wahnsinnig gut ankommt und gefragt ist. Und nicht umsonst hat ja zum Beispiel Mercedes das Jahr 2015 als Jahr des SUV ausgerufen. Ja, bei dem CX-3 beginnt man mit 3 Motoren. Es gibt einen brandneuen Diesel, 1,5 Liter mit 105 PS. Und 2 Benziner. Mazda setzt ja sowieso mehr auf Benziner, weil diese Autos überwiegend im Stadtverkehr, Kurzstreckenverkehr eingesetzt werden. Und da ist der Aufpreis für einen Diesel nicht so sinnvoll. Es gibt 2 Benziner, einmal mit 120 PS und einmal mit 150 PS. Das ist der, den wir hier haben. Wobei der Diesel optional Allrad- oder Vorderradantrieb haben kann. Der 120 PS Benziner nur mit Vorderradantrieb und der 150 PS mit Allrad. Und die meine Sendung öfter kennen, wissen ja, dass ich ein Allrad-Fan bin. Und ich muss sagen, das macht Sinn, weil viele Leute immer wieder nur an Eis und Schnee denken, aber auch bei Regen und anderen Dingen. Allrad ist schon eine interessante Sicherheitskomponente. Hat allerdings auch seinen Preis, 1800 Euro Aufpreis, aber die sind gut investiert. Ja, preislich muss man natürlich auch etwas bieten, um am Markt zu bestehen. Es geht ja nicht nur darum, eine schöne Optik zu haben, was Mazda durchaus auf Anhieb wieder gelungen ist. Und los geht's bei dem CX-3 mit 17.990 Euro. Da ist natürlich nicht viel drin. Es gibt wieder diese 4 Ausstattungslinien, wo immer viele Dinge zusammengepackt sind. Ist auch ein bisschen schwierig. Also ganz individuell kann man ihn nicht gestalten, weil manche zum Beispiel auch Sicherheitsfeatures nur zu haben sind, wenn man die in einem Paket mit erwirbt. Also 4 Ausstattungspakete. Und ja, unserer, der ein bisschen schicker ausgestattet ist, ist dann aber auch gleich knapp unter 29.000 Euro. Das ist dann schon ein Schluck aus der Pulle. Aber wie gesagt, ein attraktives, interessantes Auto, kompakte Ausmaße. Und was bei diesem Auto, glaube ich, sehr wichtig ist, das ist nicht nur ein Auto für junge Leute, sondern es ist mit Sicherheit ein Auto, wo auch ältere Leute gerne den Vorteil dieses Höhersitzens in Anspruch nehmen, weil ja das Höhersitzen nicht nur eine bessere Rundumsicht gewährt, sondern gleichzeitig auch das Ein- und Aussteigen deutlich erleichtert. Aber von der Optik her kein Krawallauto und auf der anderen Seite von der Optik her jetzt ein Auto, was ja einfach nur schick ist. Und ich glaube, und das hat ja Herr Lotschbeier auch bestätigt, dass hier durchaus auch ältere Semester gerne zugreifen, weil sie gerne ein schickes Auto haben wollen und gleichzeitig die Vorteile in Anspruch nehmen. Und er wirkt zweifellos natürlich auch nicht wie ein Rentnerauto. Ja, liebe Zuschauer, ich zeige Ihnen gleich mal die Schokoladenseite von dem Auto. Von der Seite ist er ganz besonders schick, aber auch von hinten und auch von vorne. Das Auto ist optisch wirklich sehr, sehr gelungen. Und ich muss sagen, da hat Mazda in letzter Zeit ein sehr gutes Händchen und sehr gute Designer, die dieses Auto entsprechend rüberbringen. Also, die Optik gut, innen drin. Was auffällt, ein sehr aufgeräumtes Cockpit, nicht unnötig viele Schalterchen und Knöpfchen. Man findet sich sehr schnell zurecht. Was weiterhin auffällt, es sind sehr ordentliche Materialien, es ist eine sehr gute Verarbeitung, auch das ist wichtig. Vorne sitzt man recht komfortabel, hinten wird es dann schon ein bisschen enger. Natürlich ist auch hier dieses Coupé-förmige, das ist ja im Moment auch modern, auch bei den kleinen SUVs, dass das Dach nach hinten so ein bisschen abfällt. Sieht schick aus, hat natürlich den Nachteil, dass innen drin die Kopffreiheit etwas leidet.
aber es ist nicht dramatisch. Generell ist der Platz hinten nicht besonders komfortabel. Mit den Knien ist man relativ schnell in der Lehne des Vordersitzes. Vorne geht es gemütlich zu und derjenige, der das Auto kauft, sitzt ja überwiegend vorne, meistens sogar hinterm Steuer. Also da ist er gut aufgehoben, aber Sie können natürlich ohne weiteres mit 4 Personen fahren. Ein- und Ausstieg ist auch bequem. Was ärgerlich ist, ist wieder die extrem hohe Ladekante hinten am Kofferraum. Also bei einem SUV, auch wenn es ein Mini-SUV ist, will man ja auch mal Sachen transportieren und die müssen es schon ganz ordentlich in die Höhe heben. Das hätte man vielleicht besser lösen können, aber auch das ist nun nichts, was einen total abschrecken sollte. Der Motor, den wir haben, mit den 150 PS, bringt eine prima Leistung, passt hervorragend zu dem Auto. Er schnurrt, er reagiert aufs Gas, er läuft wunderbar. Das ist sehr, sehr angenehm. Das Einzige, was mich gestört hat, 7,6 Liter, das ist für diese Klasse schlichtweg 1 Liter zu viel. Möglicherweise ändert sich das noch, wenn er länger gefahren ist. Aber ich habe dieses Auto nun nicht extrem gescheucht durch die Gegend, sondern bin eigentlich so gefahren, wie man mit so einem Auto normalerweise fährt. Fand ich die 7,6 Liter etwas zu viel. Schön ist die sehr angenehme direkte Lenkung, ein guter Kontakt zur Straße. Was nicht ganz gelungen ist, ist die Federung. Das ist irgendwie, stimmt die Mischung nicht so ganz. Und vor allen Dingen, wenn Sie über schlechte Straßen fahren, dann poltert es schon ganz ordentlich und er wird ein bisschen unruhig. Aber das kann man unter Umständen noch nachjustieren, möglicherweise jedenfalls. Nun bin ich mit dem Auto eine ganze Zeit unterwegs gewesen und ich muss sagen, ich habe mich recht wohl gefühlt in diesem Wagen. Es ist ein angenehmes Auto, serienmäßig Start-Stopp-Automatik. Man sitzt gut, man fühlt sich einfach wohl in dem Auto und ich habe festgestellt, dass auch wiederum mal viele Leute auf das Auto reagieren aufgrund der wirklich schönen Optik. Er ist optisch sehr gelungen und ich finde, dass er im Großen und Ganzen alles das, was er von der Optik her verspricht, auch in der Praxis hält. Wie gesagt, Sie können hier anfangen mit 17.990 Euro. Das ist der Startpreis. Ich würde immer zu dem Allrad tendieren. Diesel braucht man zweifellos nicht unbedingt. Und was den Verbrauch betrifft, vielleicht kann man da noch ein bisschen was dran drehen. Ansonsten, ich glaube, der Mazda CX-3 ist nicht nur gelungen, er wird auch Erfolg haben und er wird viele Freunde finden. Liebe Zuschauer, das war's. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und munter, genießen Sie den Sommer und fahren Sie vorsichtig. Alles Gute und denken Sie dran, Montag, Donnerstag, 20 Uhr 3G. Tschüss und auf Wiederschauen. Das war 3G mit Uli Gerhardt.